So, willkommen zum nächsten Teil. Wir bestücken jetzt endlich unsere Platine. Ich habe es vorher alles eingerichtet, habe es euch gezeigt, wie ich die Daten in die Bestückmaschine reinkriege. Ich habe jetzt hier einen ganzen Schwung voller bereits gerakelter Platinen, haben wir ja in dem Video 2 davor gemacht. Und jetzt legen wir einfach mal eine gerakelte Platine in die Bestückmaschine rein und gucken mal, was passiert. Jetzt schieben wir es aus nach hinten. Das wäre ja noch eine normale Platine ohne Lötpaste drauf. Und jetzt packen wir mal eine Platine mit Lötpaste rein. Und was ich jetzt machen will, ist, ich will einfach mal eine einzelne Platine bestücken und nicht gleich alle auf einmal. Ich entscheide mich jetzt mal einfach für die ganz rechts hinten. Ich möchte nämlich auch gucken, ob alles richtig rum drauf ist, ob ich vielleicht noch irgendein Bauteil drehen muss oder so weiter. Und das Ganze geht natürlich ganz einfach hier drin. Ich muss jetzt nur mal ganz schnell überlegen. Das ist nämlich um eins verdreht, die Reihe hier. Disablen wir die alle hier. Ich muss jetzt quasi die Platinen alle einzeln deaktivieren. Die kann man, glaube ich, nicht. Nee. Eins der wenigen Dinge, die man nicht alle auf einmal wählen kann. Und nun muss ich natürlich noch hinten die Stange wieder aufspannen. Ich habe die nämlich kurz rausgenommen gehabt, da ich mir noch überlegt habe, dass ich die Mikrocontroller eigentlich auch programmieren sollte. Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn ein Programm mit drauf wäre, damit auch irgendwas läuft und irgendwas funktioniert bei dem Ganzen. So, jetzt werden hier auf dieser Platine alle Bauteile bestückt. Beginne mit IC3, da wo ich schon mal am meisten neugierig bin, ob das überhaupt funktioniert. Wir steppen das Ganze mal durch, weil dann kann man nämlich Schritt für Schritt das sich jetzt da alles angucken. Er guckt erst die Bildverarbeitungspunkte an, holt sich jetzt schon mal das erste Bauteil. Zumindest ist es schon mal drauf. Kann man schon mal nichts sagen. Passt jetzt die Drehlage an und bestückt die Bauteile. Und es ist sogar tatsächlich richtig rum. Das erstaunt mich jetzt gerade sehr. Also es passt, der IC ist richtig rum bestückt. Jetzt holt er sich die weiteren Bauteile nach der Bauteilliste. Mein Flüsterkompressor geht auch an im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob man den hören kann. Der ist wirklich sehr, sehr leise, angenehm leise. Ich gehe jetzt hier mal auf Stopp und packe den Rest mit ran durch, damit er hier nicht Schritt für Schritt durchtuckern muss und nicht tausendmal klicken muss. Er sagt jetzt ein Soft Limit, er kommt jetzt quasi mit dem Tool, das ich hier eingestellt habe. Ja, habe ich eigentlich schon mal vorhin gesagt, dass er da rechts nicht rankommt. Habe ich wohl ignoriert beim nächsten Mal. Also das Ganze nochmal. Er fährt die Bildverarbeitungspunkte ab, holt das Bauteil, checkt die Drehlage und Position, bestückt die Bauteile. Jetzt das Spannendste, er holt hinten am Rüttelfieder den IC, vermisst die Drehlage und Position exakt und bestückt ihn hier drauf. Somit wäre er jetzt fertig. Jetzt zoomen wir einfach mal so, wie es jetzt ausschaut, 1 zu 1 auf die Platine, ohne irgendwas zu verändern. So sieht jetzt die bestückte Platine aus. Ich denke, die Bauteile sind einigermaßen vernünftig drauf. Etwas zu weit links, so wie es jetzt von hier aussieht, aber ich denke mal, das zieht es beim Löten auf jeden Fall hin. Womit wir auch schon beim zweiten Prozess oder beim nächsten Prozessschritt sind. Also erster Prozessschritt war Rakeln, also Lötpaste auftragen. Zweiter Prozessschritt Bestücken der Bauteile. Dritter Prozessschritt wäre dann Löten. Vierter Prozessschritt wäre optische Kontrolle, ob alles richtig gelötet ist. Ich habe jetzt nur eine einzelne Platine bestückt, also das Zeug hält auch an der Lötpaste. Da braucht man keine Angst haben, dass was runterfällt. Ich werde jetzt diese einzelne Platine durch den Lötofen schicken und dann schauen wir uns an, testen wir, ob sie funktioniert. Wenn es dann funktioniert, dann schiebe ich alle anderen Platinen nach. Das ist so mein Vorgehen. Deswegen war das auch einer der Hauptgründe, warum ich die Bestückmaschine haben wollte. Einfach um einzelne Stücke erstmal zu testen, bevor ich dann 100 Stück oder wie viel auch immer durch die Maschine jage. Ja, dann würde ich sagen, warten wir mal, bis der Ofen voll aufgeheizt ist. Das dauert so 10 Minuten, 15 Minuten. Habt ihr in dem Video davor schon gesehen. Ich habe hier meine Aktivkohlefilterabsaugung mit dran.
einfach, dass die Lötdämpfe mit abgesaugt und gleich gefiltert werden, damit ich das nicht hier im Büro habe. Und ich würde sagen, wir packen die Platine jetzt mal hier auf das Gitter drauf. Sie passt von der Größe her gerade noch so drauf. Und lassen sie mal durch den Ofen fahren. So, die Platine habe ich jetzt soweit getestet. Man kann sehen, sie leuchtet grün. Es ist ein USB-Joystick, der simuliert wird, der das DCF-77-Signal aufnimmt. Wenn man hinten jetzt das SIG verbindet mit Ground, sieht man, dass die grüne LED sich ändert von der Helligkeit. Die Helligkeit ist sehr angenehm. Das ist auch immer so ein Thema, wo ich darauf achte, dass ich da einen passenden Vorwiderstand nehme, weil gerade die ultrahellen LEDs, es wird zwar angegeben 20 mA, aber wenn man die mit 2 mA betreibt, sind sie immer noch dreimal zu hell. Von dem her teste ich das immer gern. Der DCF-77-Adapter funktioniert zum Glück. Das bedeutet für mich, ich werde jetzt da hinten die restlichen Platinen durchhauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Ciao!